Hallo und willkommen, ich bin Amka 3 und wie ihr seht, es ist natürlich nochmal Zeit für ein bisschen Azur Lane. Warum sage ich ein bisschen? Naja, ich habe heute nicht allzu viel zu vermelden. Mit Ausnahme vielleicht der Ereignisse der letzten Events. Springen wir einfach mal rein. Nämlich, wenn wir hier die großartigen Patch-Notes uns reinziehen, werden wir feststellen, die sind relativ kurz und contentarm. Aber wisst ihr was, sowas muss auch mal zwischendurch sein. Da guckt man vielleicht im Spiel sich um und sagt sich, oh wait, da wollte ich ja irgendwie noch in der Kampagne weitermachen. Wie dem auch gerade sei, lass mal kurz einen Blick drauf schmeißen. Also, List of New Content. Und das hätten wir hier schon, ja, wir haben einmal diese, ja, Imperial Presage oder so ähnlich. Ich habe keine Ahnung, wie man das aussprechen soll. Das ist jetzt so ein zwei Teile gehacktes Event, was wir gleich noch zumindest den ersten Teil kennenlernen werden. Und wir haben einen neuen Charakter namens Stanley. Ich bin mir relativ sicher, aber das Schiff ist schon mal vom Namen her, es kommt mir das irgendwie bekannt vor. Und haben natürlich noch ein paar Skins, nämlich für Kirishima und für Black Prince. Jetzt, wo das ja vorbei ist, dass wir es ziehen können, also zumindest jetzt mit einer erhöhten Erfolgsrate, jetzt kommt natürlich ein L2D-Skin natürlich auch noch gerade von diesem Schiff raus. Of course, hätte ich jetzt mal gesagt. Of course. Ja, und dann unten hätten wir nur noch hier gerade, wer die ganzen Klamotten vertont hat. Und das war's. Mehr haben wir nicht. Aber trotzdem, das ein oder andere Event ist ja trotzdem aufgeschlagen, deswegen gucken wir ganz kurz mal eine Übersicht. Weil dieses andere Event wäre tatsächlich dieses hier, Stanley, wobei von der Optik her tatsächlich kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir sie schon mal irgendwie gezogen hätten. Aber wie dem auch gerade sei, es gibt jetzt eben, das eine Event wäre also Special Login, wo wir einfach nur jeden Tag einloggen müssen und am Ende, nach 14 Tagen, kriegen wir eben Stanley. Ein Zerstörer der US-Streitkräfte, Fragezeichen? Könnte sein, könnte sein. Wobei ich sehe gerade hier, es lohnt sich trotzdem noch einzulocken, weil am 7. Tag kriegen wir Katzen. Eine seltene Katzenbox. Da bin ich natürlich schon mal direkt für. Und das andere wäre eben dieses Imperial Prayer. Komm, ich gib's auf. Auf jeden Fall, dieses Event ist jetzt aufgeschlagen, was das noch nie, nicht wirklich ein Event ist. Sondern wir haben jetzt bis zum heutigen Tag tatsächlich, nämlich bis zum 10.9. halt Zeit, Ajax, York, Illustrious und Warspite zu leveln. Nämlich, die kriegen alle Erfahrungsboost in der Zwischenzeit. Das wird das erste Teil vom Event, sehr schnell erklärt, nicht wahr? Und dann im zweiten Teil, nämlich von dem 11.9. bis zum 2.10. sollen wir exakt diese Schiffe eben benutzen, um eben gewisse Punkte zu sammeln. Damit können wir eben noch so einen speziellen Rahmen freischalten, wie es aussieht. Mal gucken, ob es noch irgendwas anderes gibt, aber ich nehme mal nicht an, weil mehr steht hier auch gar nicht. Aber es ist interessant, dass wir zum ersten Mal gesagt kriegen, hey, hey, wir haben bald ein Event, wir kriegen schon mal Erfahrungsboost dafür, am besten du levelst dich schon mal schnell hoch. Was ich jetzt AFK immer getan habe, ich habe dich immer schön brav auf Mission geschickt, natürlich die richtig viel Erfahrung bringen, und dann habe ich mir gesagt, das passt schon, weil Illustrious und Warspite habe ich eh schon in meiner Flotte gerade integriert. Und das wäre schon an Events. Yep. Das wäre schon gewesen. Gehen wir vielleicht auf zwei, drei Sachen ein, die ich sonst noch so getrieben habe im Spiel. Und nein, es hat nichts mit Kampagne zu tun. Es hat eher was mit Schifferhalt zu tun. Gucken wir mal ganz kurz. Davon abgesehen, dass ich jetzt Monarch hier mal hingetackert habe, weil auch sie müsste mal ein bisschen mehr Rufpunkte kriegen, weil immerhin habe ich sie fertig gebaut. Deswegen, es macht Sinn, wenn sie mal hier ist. Weil die sekundären Schiffen kriegen ja bis zu, ich meine mich zu erinnern, dass sie immer bis zu 90 Affinity zu einem kriegen können oder Affection, oder wie auch immer dieser Attribut heißt. Und danach müsste man sie eben einfach mitnehmen. Aber hey, bis dahin muss man einfach quasi nichts tun. Man muss einfach nur sich erdulden, möchte ich beinahe sagen, wenn man einloggt oder generell ein bisschen zu lange Menü am Rumhantieren ist. Wie gesagt, das ist ein kleiner Preis, würde ich mal sagen. Aber ja, Dinge, die ich jetzt also geschafft habe, wäre folgendes. Dafür muss man gerade runter scrollen, denn ich habe tatsächlich geschafft, Taiho zu bekommen. Es hat mich tatsächlich ein bisschen was gekostet, da daran ranzukommen in dem Zusammenhang, aber ich habe sie gekriegt. Und ihr werdet jetzt sagen, und hast du den Skin gekauft? Und warum hast du sie nicht jetzt oben drauf stehen? Du wolltest doch sie die ganze Zeit haben. Ja, ich habe sie versehentlich reden hören. Hören wir mal kurz rein. Ich sage jetzt mal gerade nichts dazu. Wisst ihr was, die Stimme, ich meine, davon abgesehen, dass die Stimme meines Erachtens nicht zum Charakter gerade passt, dummerweise habe ich die Stimme wiedererkannt, weil ich dachte mir, du hast die Stimme schon mal gehört. Ich weiß, das wird wenigen passieren. Und da habe ich gedacht, irgendwie hast du sie doch schon mal gehört. Und dann ist mir aufgefallen, wo ich sie schon mal gehört habe. Ihr habt vielleicht diese unterhaltsame Anime-Serie mal gesehen namens One Punch Man. Und ihr erinnert euch bestimmt an so einen kurzen Charakter dort mit grünen Haaren, die mit psionischer Kraft alles durcheinander geschafft, gekegelt hat. Wie war es? Tatsumaki, glaube ich, hieße. Der Tornado of Terror.
Ja, der gleiche Synchronsprecher vertont Taiho jetzt. Und ich so, oh Gott. Jetzt jedes Mal, wenn ich sie höre, höre ich dann diese... dieser Versuch, sich in Anführungsstrichen bitchy anzuhören hier. Ich so, oh Gott, nein, warum? Warum? Naja gut, man kann nicht alles haben, würde ich mal gerade sagen. Aber gut, ich werde es trotzdem leveln, aber ich muss mir ja trotzdem nicht anhören. Mit den Worten, bist du verärgert? Nein, 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 ich bin nicht verärgert. Ich bin nur enttäuscht. Ein bisschen zumindest. Aber wie du auch gerade sagst, also das, auf jeden Fall habe ich es jetzt gekriegt. Ich meine, am Ende des Tages sammeln es ja auch schon sowas wie das I wanna get them all, so mehr oder weniger. Und da ich nebenbei noch Ajax noch den Retrofit verpasst habe, noch was anderes. San Diego hatte ja so einen gewissen Gegenstand bekommen, womit man sie eben ja retrofitten kann. Und ich bin fast fertig, möchte ich sagen. Aber ihr seht schon, sie ist jetzt das erste Schiff im Spiel, was über dem SR-Rang steht. Ich weiß nicht, ob man jetzt SSR-Rang dazu sagen soll, aber klicken wir kurz nochmal drauf. Leider hat sich die Sprache jetzt nicht wirklich sonderlich verändert. Tja, da sage ich jetzt mal nichts zu. Aber ja, das wäre jetzt eben das erste Schiff im Spiel vor allem, was 6 Sterne insgesamt hat. Ich glaube, davon haben wir sonst noch keins. Und deswegen haben wir auch so einen gewissen Regenbogenfarben-Look hier. Weil das ist eben das, was über dem SR-Level steht. Und ich habe noch kein gescheites Equipment gegeben. Das muss ich ja noch machen, wenn ich mal einen Einsatz mitnehme. Und es fehlt noch eine Stufe. Wie ihr seht, ein Skill ist noch verlockt. Denn, oder G-Look, möchte ich sagen. Denn ich muss tatsächlich noch diesen letzten Skill freischalten. Aber zumindest diese Modernisierung habe ich schon mal geschafft. Warum müssen die Schiffe, die immer ein bisschen besser sind oder interessanter sind, irgendwie unausstehlich für mich sein? Ist gewollt in irgendeiner Form? Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber ja, den Skill möchte ich auf jeden Fall noch freischalten. Dafür brauche ich auch wieder eine Kopie von ihr. Und entweder ziehe ich die Kopie von ihr oder ich müsste mal langsam auf die Idee kommen, ein Schiff zu heiraten, was wir im Spiel durchaus können. Und ich habe das jetzt noch bei keinem Schiff das in irgendeiner Form versucht. Und ich kriege ja auch tatsächlich durch das Tutorial immer noch eine Belohnung dafür, wenn ich das machen sollte. Dann kriege ich wahrscheinlich auch so eine Kopie wieder von ihr, wenn ich möchte. Und dann würde ich natürlich sagen, bupp und fertig, werde laden. Aber ich bin da noch nicht ganz sicher, welches Schiff es werden wird. Mal gucken, welches Zukunft sein wird. Aber mal im Ernst, wenn das denn soweit ist, dann nehme ich es auch für euch auf, damit ihr seht, wie das dann so ist. Aber nicht, dass ich keine Ringe da hätte, um irgendwelchen Schiffdamen hier irgendwelche Ringe zu geben. Nein, nein, ich habe genug. Mehrere. Ja, fast zweistellig. Aber das, ne, ich weiß nur nicht, wo ich anfangen soll. Das erste Schiff muss speziell sein, finde ich. Und deswegen warte ich schon ein bisschen. Bleibt mir nur noch kurz auf die Skins einzugehen, weil noch 8 Tage sind sie ja gegeben. Das wäre jetzt Black Prince und das ist ein L2D-Skin auch noch, wo ich sagen muss, das sieht wirklich nicht verkehrt aus. Ich muss auch sagen, das ist wahrscheinlich das Schiff, was mit am wenigsten jetzt anhat, fast im Spiel. Ich glaube nur die beiden Takao, also die beiden Schwesterschiffe da, die haben relativ wenig beim Badeoutfit zumindest an. Okay, die sind ja auch am Strand hier, aber trotzdem. Meine Fresse, das ist schon minimalst, möchte ich mal gerade sagen. Minimalst, aber sieht nicht schlecht aus, alles in allem gesehen. Nur ich habe nicht Black Prince, deswegen hat er mir wieder geklappt. Und ein anderes, genau aufgeschlagen ist, ist eben hier für Kirishima, wo ich sage dann, jo, das ist auch nicht verkehrt. Wobei sie hat jetzt so einen coolen Ninja-Look, da muss ich sagen, der gefällt mir tatsächlich phasenweise immer noch besser. Und diese Skin ist auch nicht L2D. Also live 2D, also ne, so animiert eben. Aber was soll's? Noch 8 Tage, könnte ich mir so überlegen. Und das Gute ist, die ganzen anderen Skins, die aufgeschlagen sind, sind ja permanent. Wo mal im Ernst, bei Monarch, wie sie jetzt aussieht, gefällt mir noch gut genug. Da muss ich jetzt nicht unbedingt so einen, ja, einen Spezialskin draufwerfen, finde ich gerade. Das Einzige, wo ich ein bisschen Fortschritt habe, war bei den Katzen. Ich habe jede Menge Katzen mir organisiert. Jede Menge Katzen organisiert und natürlich immer die Kopien in die anderen rein zu opfern, damit die besser werden. Und ach ja, da ist eine Sache mir noch aufgefallen. Wenn wir gerade so ein zum Beispiel Level 6 Katze hätten. Und angenommen, es gefällt mir jetzt aber eine andere Level 6, also eine andere, in dem Fall eine Potato-Katze besser, weil sie vielleicht coolere Skills hier am Start hat, nicht wahr? Also Talente. Dann könnte ich tatsächlich diese Level 6 Katze in die Level 1er reinopfern und danach wäre diese Katze dann Level 6. Oder vielleicht sogar phasenweise Level 7. Nur eben dieser Skill wird natürlich nicht verbessert. Also wenn ich jetzt hier den Skill schon komplett freigeschalten habe, hier mit allem drum und dran, mit den Kopien. Wenn ich sie jetzt hier rüber schmeiße, dann habe ich natürlich nur in dem Falle die einer Kopie. Das heißt, wenn ich Rang 2 ist freigeschalten, aber Rang 3 natürlich muss ich wieder weitere Kopien sammeln gehen. Nur ist trotzdem schön, dass man eben, wenn man eben so hochstufige Katzen woanders reintackert, dass dann nicht alles verloren geht. Das fand ich eigentlich ganz cool. Ansonsten sammle ich gerade wie ein Geisteskranker eben auch seltene Katzen, wie es hier aussieht.
gerade gucken, wie die aussehen hier. Die haben ja teilweise einen sehr, ich sag mal, unterhaltsamen Look, wie das Athena hier als letztes bekommen. Und die sind auch teilweise nur für sehr, 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 sehr spezielle Flotten, habe ich festgestellt. Und da muss ich jetzt wirklich da... Das wird noch länger dauern, bis ich da mal eine richtig gute Flotte habe oder die richtige Katzen-Flotte-Kombination. Weil da muss man so viele Sachen ja doch kombinieren und denken dran zwischendurch, was für Skills besser werden. Und zum Beispiel bei ihr zum Beispiel oder bei ihm, bei der Katze, haben wir natürlich das Problem hier gerade bei dem Skill, weil hier jetzt gerade, sonst hätte ich gesagt, hurra, ich tue die jetzt direkt in meine Flotte reinschmeißen für eben gerade hier die englischen Schiffe. Problem, was hier nämlich beisteht aber ist, dass wir eben nur dann den Bonus kriegen, wenn wir gegen Vanguard oder Mainfleets kämpfen. Wo ich sage dann also nichts mit den Flugzeugträgern oder so weiter. Ich so, ah, das ist ja dann, das ist ja dann ein bisschen suboptimal. Da müsste ich ja extra eine Flotte haben, die spezifisch ausgelegt ist, um ne, Dinge zu tun und so weiter und so weiter und so fort. Aber ansonsten natürlich nur am besten Battleship, Battlecruiser und so weiter und so fort. Vor allem das Flaggschiff sollte das sein, weil da gibt es nämlich auch einen Bonus extra dafür und so weiter und so weiter. Und vor allem Ausweichen kriege ich natürlich später. Das finde ich ja natürlich sehr cool, weil man mehr als die großen Pötte in der Regel super beschissen ausweichen können. Deswegen hier irgend so ein Skill zu haben, wo es dann heißt, oh ja, einer von meinen Attributen erhöht übrigens deinen Ausweichwert, fände ich schon nicht schlecht. Aber wie gesagt, das wird noch länger dauern, bis ich hier wirklich einen Durchblick habe, weil momentan bin ich eher so wie ein Blatt im Wind und denke mir, ja, vielleicht nehme ich das heute das, oh, vielleicht heute das, oh, dann würde mäßig durch die Landschaft laufen. Muss ich mal gucken. Ich weiß auf jeden Fall eins nur, für deutschen Schiffe ist momentan Steel und Edelweiß zusammen ganz unterhaltsam, möchte ich sagen, weil Steel ist, glaube ich, einer der wenigen Schiffe, die ich jetzt gerade habe, die eben als Command, Command Skill nur. Es muss nicht ein Command Cat sein in dem Falle, aber die kommt bei mir zumindest auf den Command Slot zumindest drauf. Und Edelweiß ist eben hier mit unterwegs mit dem, oh, du kriegst einen Bonus auf deine ganzen U-Boote. Ja, okay, du bist ein Stuff Cat, passt. Nehme ich einfach mal. So, und mehr kann ich euch halt gar nicht viel großartig verkünden. So, und das wäre es von mir erstmal wie gewesen. Danke fürs Zuschauen und Zuhören. Das ist MK3 und ja, wie ich schon gerade sehe, der ein oder andere schafft es auch mal, San Diego auch nochmal zu bauen. Moment, war die nicht rausgenommen worden beim Bau? Nee, ich glaube, sie gerade nicht, ne? Nee, sie gerade natürlich nicht. Schade. Aber was soll's, würde ich mal sagen. Bis die Tage. Wie du meinst. Ja, aber bis die Tage. Und ciao.